Hallo in die Mal- und Bastelecke fürs Hobby und hallo ins Tabletop-Weltforum. Herzlich willkommen zu Dizzy Fingers Depesche, Ausgabe Nummer 2. Heute ohne Tutorial, heute als Projekt-Update gedacht. Woran habe ich heute und die letzten Tage gearbeitet? Heute kann ich ganz klar sagen, dieser Bereich hier, diese 8 Modelle, das ist hier vorne ein Champion und hier ein Musiker für die Speerträger gedacht. Und hier 6 Bihandkämpfer für das erste 10er-Regiment, das in den ersten 500 Punkten, also im ersten 500-Punkte-Schritt schon enthalten ist. Ein ganz kleiner Tipp am Rande, den ich euch ja mal auf den Weg geben kann, die Base-Gestaltung. Die mache ich zum Beispiel sehr früh. Ihr seht, ich habe das Modell braun grundiert, habe schon mal hier die schwarzen Stellen ein bisschen bemalt und gebürstet, habe das Rot aufgetragen, das erste. Und jetzt habe ich die Texturfarbe aufgetragen, werde diese im Anschluss, wenn die trocken ist, mit Steel Legion Wrap und mit Rucker Flash bürsten und dann den Rest drumherum malen. Komplett anmalen und dann das ganze Modell inklusive Base mit Agrax Earth Shade einmal shaden und dann ist das Base schon fertig. Dann brauche ich nämlich nicht hinterher bei den Schuhen aufpassen, damit ich mir die nochmal einsaue beim Bürsten des Base. Kann man mal drüber nachdenken, ob das vielleicht auch für euch eine Variante wäre, den Paintjob zu erleichtern. So, letzte Tage habe ich bemalt, hier, insgesamt 4 Bihandkämpfer der lebenden Heere der von Karlsteins. Ihr seht, bei diesen beiden Modellen habe ich auch schon das aufgegriffen, was auch weiter verfolgt wird. Auch hier haben wir weiße und grüne Federn auf Helmen, an Barrets oder wo auch immer. Wie auch beim Projekt Avaland genutzt. Dann kann ich nämlich hinterher auch mit einem minimalen Bindeglied die beiden Truppen zusammenspielen, wenn ich tatsächlich möchte. Diese 3 Speerträger hier kennt ihr schon. Ihn hier kennt ihr noch nicht. Das ist der Bannerträger, der zu den Speerträgern sich dazu gesellt, beziehungsweise auch hinterher tatsächlich das Banner ist. Das ist ein Prunkbanner, der von Karlsteins und auf der Rückseite haben wir nur so einen Lindwurm-Drachen angedeutet, nicht viel gehighlightet. Das ist sowieso unten und liegt im Schatten. Und das wird Aussicht auf die nächste Folge. Das wird das nächste Tutorial werden. Ich wurde nämlich gefragt, wie ich denn diese Banner erstelle. Und ich flunkere dann immer ein bisschen, dass es ein Freehand ist. Ist es eigentlich nicht, also kein richtiges. Das hier, dieses Viereck, ist Kalligraphiepapier, wo ich mir diese Formen alle vormale mit Bleistift, Kugelschreiber, je nachdem, was ich gerade so zur Hand habe, und dann nachmale. Danach wird das Kalligraphiepapier aufgetragen, nochmal ein bisschen versiegelt und nachgemalt. Das zeige ich euch beim nächsten Mal, wenn es euch interessiert, solche oder ähnliche Banner herzustellen. Und dann haben wir noch ein Modell, wo ich auch für ein Tutorial mal angefragt wurde. Das hier ist Huron Finsterblick Kappmann. Ein ehemals Magier des Jade-Orden, der jetzt als Magier des Todes und später als Magier des Untodes fungiert. Diese Kugel hier, die ihr seht, da wurde ich für ein Tutorial gefragt. Ich habe gesagt, ja, klar, mache ich. Das Problem ist, ich habe kein Modell mehr, wo ich das machen könnte. Also das heißt, ich muss erst nochmal mir ein entsprechendes Modell zusammenbauen, wo ich so eine Kugel hier überhaupt habe, um sie dann in einem Tutorial zu bemalen. Andernfalls lasst mir sowas zukommen, aber bis ich sowas habe, das dauert noch einen Moment. Deshalb wird das erstmal nach hinten geschoben. Was zusätzlich zum Malen gerade passiert, ich baue hier einen Ritter. So als ersten Versuch, mir mal einen individualisierten Ritter zu bauen. Und zwar habe ich das ganz normale Pferd. Ich habe hier den Ritter genommen, diese Sonne, die der auf dem Brustpanzer hat, abgekratzt. Den Arm hier auf der rechten Seite, also seinen linken Arm, ein bisschen umpositioniert, damit ich den Schild ein bisschen weiter nach außen setzen kann. Sonst passt er nämlich hier nicht so richtig aufs Pferd. Die Beine habe ich ein bisschen nach innen gebogen, damit er nicht so weit absteht, oder dass die nicht so weit abstehen vom Pferd. Das heißt, der passt besser ins Regiment rein hinterher. An diesen Schild kommt hier noch so ein Lorbeerkranz drauf hinterher. Das hier ist ein
Bit von den Bretonen, was ich noch rumfliegen hatte. So eine kleine Tasche mit so einem kleinen Dolch. Der bekommt den nämlich an den Gürtel, um das ein bisschen hübscher zu machen. Und den Helm hier habe ich auch modifiziert. Das ist ein Helm von den normalen Rittern. Da war er eigentlich so ein Panther mit so einem Hammer drauf. Da habe ich ihm einfach die Helmzier eines Bretonen gegeben. Und das wird dann so Richtung Blutdrachen, irgendwas in die Richtung Rittereinheit, die dann später bei 1500 Punkten kommt. Aber so dachte ich mir, mache ich schon mal ein Probemodell, wie denn diese Ritter aussehen könnten. Und ihr dürft natürlich auch gerne kundtun, ob ihr das gut findet, was für ein Farbschema ihr vorschlagen würdet. Da bin ich mir nämlich noch unsicher. Und ja, wie denn auch diese Helmzier da oben aussehen könnte. Denn hier die Helmwulst, also der Stoff, der drum ist, sollte eigentlich in schwarz-rot gesetzt sein. Und der Drache, den könnte ich mir allerdings auch gut in Rot vorstellen. Da weiß ich nicht, ob das so cool kommt. Könnt ihr ja mal eure Meinung zu äußern. Und wir sehen uns dann in der nächsten Depesche wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder was auch immer ihr noch habt. Bis dahin. Ciao.